Hallo Freunde der Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Spiel gegen, ja, wie heißt es, Stade Alavoie. Ich habe das so schnell nicht lesen können. Aber ich glaube, so in der Art sollten die doch heißen. Schauen wir doch mal, was wir hier reißen können. Ob wir wieder wie beim letzten Mal so richtig schön verkacken oder ob wir hier wieder an die Leistung davor anknüpfen können. Uah. Na gut, mal schnell aufgelaufen. Ja, was mir bei der Mannschaft wieder nicht passt, ist natürlich, dass wir wieder die einzige Sturmspitze sind. Das bringt uns nichts, dass er irgendwann nach der 70. Minute irgendwann mal entscheidet, dann doch noch einen zweiten Stürmer zu bringen. Das ist zu spät. Wir brauchen natürlich einen zweiten Stürmer eigentlich immer. Nicht, weil wir so schlecht sind, sondern weil wir da eine Alternative haben und auch mal vorbereiten können. Allein deswegen, weil wir auch Ziele erreichen müssen. Bei Dortmund hat das eigentlich ganz gut hingehauen, auch ohne einen zweiten Stürmer. Aber die Qualität von Dortmund ist hier natürlich erstmal noch nicht vorhanden. Und die wird auch bei den meisten anderen Vereinen nicht vorhanden sein. Zumindest was die Spieler hier im Spiel natürlich betrifft. Also ich beziehe mich da natürlich immer nur auf das Spiel. In der Realität möchte ich Dortmund jetzt nicht die größten Qualitäten im Bereich Offensive unterstellen. Das wäre, glaube ich, bei der momentanen Tabellensituation und auch generell bei den Toren, die da so geschossen wurden, echt ein bisschen übertrieben. Jetzt haben wir auch mal gleich einen Hammer drauf gekriegt. Ja, und ich habe ja zuletzt auch öfters mal gelesen, was ich denn so davon halte, von der Situation in Dortmund und so weiter. Ich habe das aber auch schon mal erläutert. Ich möchte es eigentlich nicht jedes Mal erwähnen, aber für alle die, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben, natürlich bin ich weiterhin Dortmund-Fan, das bleibt auch immer so. Und ich kann nur sagen, dass Dortmund den Anschluss sozusagen verpasst hat. Ich hätte echt gedacht, dass Dortmund sich mit der Zeit irgendwann dann doch wieder fängt und das dann noch schafft, vielleicht sogar in die Europacup-Plätze reinzukommen. Das ist mittlerweile so ein Wunschdenken, denn dieses Ziel werden sie wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Und ich habe ja auch schon mal erwähnt, woran das meiner Meinung nach liegt, nämlich nicht an einem Trainer oder an sonstigem, sondern am ehesten doch an einer nicht so sicheren Offensive, beziehungsweise einfach eine Offensive, die viel zu viele Chancen braucht, um wirklich mal zu treffen. Das ist schon immer ein Problem bei Dortmund gewesen, die Chancenverwertung. Wird es auch wahrscheinlich immer bleiben, oder wahrscheinlich in der Generation, die jetzt gerade spielt. Vielleicht gibt es da irgendwann mal eine andere Generation, die damit besser umgehen kann. Aber es ist nun mal schon eine ganze Weile so. Dankeschön, Dankeschön. Ach Mann, was ist denn das für ein Pass hier, Freunde? Noch schneller können wir hier nicht nach vorne eilen, um uns den Ball zurückzuholen. Ja, trotzdem bin ich natürlich fest davon überzeugt, dass Dortmund nicht absteigen wird. Also das überlassen wir anderen Vereinen, die sich lange in der Bundesliga aufhalten, wie Stuttgart oder dem HSV oder Werder Bremen. Die dürfen das gerne tun, wenn sie es denn für nötig halten. Ich weiß nicht, ob das gut für die Liga wäre, aber ich glaube nicht, dass das, boah, dass das zwei Vereinen passiert. Das heißt, wahrscheinlich wird es dieses Jahr mal einen der größeren Vereine treffen. Und ich hoffe, es ist der HSV. Nichts gegen den HSV oder so. Aber die sind nun mal schon sehr, sehr lange auf diesem Trip sozusagen. Also die sind immer auf Messerschneide. Zuletzt ja nur durch die Relegation dann doch noch drin geblieben. Und allein durch die spielerischen Qualitäten, die einfach nicht mehr vorhanden sind, finde ich, wäre es doch mal gerechtfertigt, wenn die auch absteigen würden. Und zum anderen denke ich, dass es dem Verein vielleicht ganz gut tut. Siehe Hertha BSC. Denen hat es nicht geschadet. Die sind jetzt erstarkt wieder zurückgekommen, muss man sagen. Und scheinen sich jetzt wieder in der Bundesliga halten zu wollen. Und das hoffe ich natürlich auch für den HSV. Wenn die dann wieder zurückkommen sollten, dann kann man die Mannschaft umbrechen und kann wieder was investieren in die Mannschaft an Arbeit. Und vor allen Dingen ganz wichtig, dass man halt auf Spieler setzt, die momentan nicht zum Zug kommt. Also man sieht ja, dass das nicht klappt so wirklich. Gerade im Rafael van der Vaart ist nämlich schon längst ausgemustert. Aber der spielt halt immer noch. Beziehungsweise spielt nicht so oft, aber kriegt halt trotzdem seine Knete, die er eigentlich gar nicht verdient. Aber na gut, wenn man so einen
Spieler eben mitschleifen möchte, dann soll man das gerne tun. Aber sollte sich dann auch nicht wundern, wenn dieser tolle Spielmacher, der schon lange kein Spiel mehr macht, dann nicht wirklich die Mannschaft nach vorne bringt. Ich hänge das natürlich nicht nur an Raphael van der Vaart auf. Dafür habe ich auch zuletzt zu wenig Bundesliga-Partien gesehen, aber er ist mit einer der Spieler, die da vorne nicht wirklich für gefährliche Aktionen sorgen. Finde ich zumindest. Die tun der Mannschaft auch nicht wirklich gut. Solche Spieler. So. Genug über irgendwelche Mannschaften. Wir wollen uns jetzt nicht mal auf das Spiel konzentrieren. Ob ich das noch hinkriege heute, ist die Frage. Da habe ich noch nicht eine einzige vernünftige Chance gehabt. Ja. Hier gesetzt sich mal jemand zu uns. Der hat sich eben hier einfach mal hingestellt und auch mit nichts getan, wie wir das immer gerne tun. Aber wir werden dafür bezahlt. Du solltest darauf gehen auf den Ball. Dafür wirst du bezahlt. Eieiei, das geht rot. Und einen schönen Elfer. Ich weiß nicht, ob die rote Karte noch kommt, aber müsste eigentlich. Jo, da ist sie. Sie wurde gar nicht zuerst angezeigt oben links, aber das war eine klare rote Karte, ja. Von hinten in die Beine und damit stellte uns hier mal richtig schön vor eine richtig tolle Aufgabe. Nämlich seine Dummheit wieder auszugleichen. Das war sowas von unnötig, da rein zu grätschen. Da brauchst du dich nicht beschweren. Geh einfach vom Platz und halt den Sappel. Macht's uns jetzt wieder schön. Schwer in diesem Spiel was zu reißen, Punkte mitzunehmen. Aber Allah wollte den nicht. Den wollte er nicht, das war ihm zu leicht, hat er gesagt. Deswegen hat er den mal ganz schnell vertreten. Glück für uns hier. In solchen Situationen kann man ja manchmal sogar davon reden, dass es die bessere Variante ist. Wenn vorher denn das Tor gefallen wäre, aber ich glaube nicht dran. So gefährlich war die Situation jetzt nicht, dass man da unbedingt eine Grätsche bringen muss. Aber in manchen Situationen ist ja wirklich so, entweder man grätscht oder es gibt nun mal das Tor. Dann ist das sogar eine gute Variante gewesen, wenn er den dann nämlich nicht macht. Dann hat man da mehr von. So, komm, lauf mal mit jetzt hier. So, und ohne Ausdauer brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht laufen. Aber wir haben wieder Ausdauer. Wundert mich, wir sind eigentlich relativ lang gelaufen. Oh, Junge, warum gibst du uns denn den Pass hier runter, Mensch? Was war das für ein Idiotenpass? Den wollte ich natürlich nicht haben, den er uns da gibt. Eieieiei. Er muss uns einfach mal unsere Genialität hier ausleben lassen und dann ist alles in Ordnung, aber so ist damit nicht viel zu gewinnen. Eieiei. Na gut, 0-0 wenigstens noch zur Halbzeit. Da können wir sogar froh sein nach dem Elfer. Und wir sind nur noch 10 Leute auf dem Feld. Ob das ausreicht, um hier den Sieg zu holen? Ich glaube ja eher nicht. Aber wir versuchen alles. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass vorne alles stimmt. Hinten sollte unsere Mannschaft mal ein bisschen mehr machen. So, das war's für uns schon wieder. Den Rest beschert ihr dann hoffentlich. Oh je. Also der Hofmann geht wenigstens auf den Ball. Das ist schon mal was Schönes, ja. Also das gefällt mir, aber er kriegt ihn ja nicht. Das ist das Problem. Draufgehen ist das eine, aber den bekommen ist es das andere. Und er fault hier genauso schön. Wollte sich auch mal eine gelbe Karte abholen, hat er gesagt. Mann. Freunde. Was ist denn das für eine Aggressivität heute hier, die er an den Tag legt? Das war auch eine klare gelbe. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ich will eigentlich eher nach vorne, als hier hinten rum zu gurken. Und die nächste. Und noch ein Elber. Ich fühle mich leicht verarscht gerade. War das nochmal Hofmann? Nee, Pedretti. Kriegt keine Karte, sondern nimmt nur den Elber mit. Ach, ist echt super, was ihr gerade treibt. War das überhaupt ein Elber? War die nicht außerhalb? Ja, Sissoko. Bist das ja gewohnt, ne? So, die lassen nochmal Ala schießen. Schieß mal links vorbei jetzt. Ne, der Galgenhumor, der ist noch da. Aber natürlich verwandelt er den. Es ist nicht mehr feierlich, was die hier verzapfen heute. Jetzt sind wir schon 1-0 hinten. So, aber jetzt wollen wir da mal was sehen hier, ne? Also, ein bisschen wollte ich ja eigentlich jetzt selber auch was tun hier in dem Spiel.
Aber da wird uns jetzt nicht wirklich die Chance gegeben. Natürlich haben wir eben hier mal was machen können, aber na gut. Okay, vorher war es immer so, dass wir leicht oder ein bisschen zu leicht geschossen haben. Jetzt schieße ich zu doll hier. Von daher muss ich da noch ein bisschen die Schusskraft einzuschätzen lernen. Na, na. Ich beiße ein bisschen langsam der Ball. So, Hofmann jetzt wieder unterwegs. Ah, schade. Der war auch auf die falsche Seite gespielt, ne? Wir laufen rechts vorbei und der spielt nach links. Andersrum hätten wir vielleicht sogar gekriegt den Ball. Reingegangen wäre der garantiert nicht. Dafür hätten wir den Ball nicht unter Kontrolle gehabt, aber so kriegen wir den ja erst gar nicht. So, Oljech und... Boah, meine Herren, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Brecher da gewesen, der uns da reinstürmt? Meine Herren. So, jetzt geht mal drauf, Mensch. Kann doch nicht sein. Ja, das war gut. Das war gut für uns. Aber so wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Oben, 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 oben. So, Oljech und... Oh, hör doch mal auf mit diesen Pässen hier. Was soll ich denn daraus bitte machen? Es ist unglaublich. Die spielen halt immer gleich den Rückpass. Ich habe keinerlei Chance, hier was rauszuholen, weil die sofort zurückpassen. Und ich habe nicht den Platz, den überhaupt anzunehmen. Das ist das Problem. Wenn ich hier mal einen Mitspieler hätte oder irgendwie wenigstens Platz, den Ball zu nehmen, dann wäre das was anderes. Aber leider ist das nicht der Fall. So, aber ein Unentschieden wäre dann schon noch was, was ich hier mitnehmen wollen würde. Was ist denn nun wieder? Sag mal, habt ihr heute irgendwas genommen oder was? Sie sind ja sowas von aggressiv. Haut er dem jetzt hier nochmal in die Beine? Nun ist doch langsam hier genug. Meine Herren, was ist das hier für eine Aggressivität auf dem Platz? Die Gegner haben, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal gefoult und wir haben jetzt das vierte Foul. Kann das hinkommen? Ich glaube, das vierte Foul war das. Zwei davon geahndet. Mit einer Karte. Ja, man sieht schon, wie verzweifelt ich bin. Ich laufe schon hinten mit rum, wo ich das eigentlich immer gar nicht will als Stürmer. Aber man sieht ja, was bei rauskommt, wenn wir das nicht tun. So, jetzt haben wir den Ball hier vorne. Ist die Frage, ob wir jetzt mit unserer Schnelligkeit hier was ausrichten können. Natürlich nicht. Das Problem ist, wir sind nicht beweglich genug, um dann nochmal abzudrehen, wenn die Schnelligkeit allein nicht ausreicht, um vorbeizukommen. Ach Mensch, geh uns doch mal aus dem Weg! Kriegst das doch eh nicht geschissen, das war doch klar! Meine Herren! War doch schon gleich von vornherein geklärt, die Geschichte. Zumindest für mich, aber er hat das da nicht ganz so gesehen, glaube ich, der Kollege. Ja, und wir kommen hier irgendwie nicht wirklich durch. Ah, oh Mann, das gibt's nicht. Ja, wurden da zweimal so ein bisschen harsch angegangen, aber anscheinend im Rahmen des Erlaubten und von daher kommen wir da auch nicht vernünftig raus aus der Situation. So, jetzt aber mal. Jetzt aber mal das 1 zu 1. Fünftes Tor und wir kriegen nochmal einen Abschluss dazu. Mann. Jetzt haben wir vielleicht nochmal die Gelegenheit, sogar noch einen draufzusetzen. Den einen Punkt haben wir dann eventuell schon mal gesichert für die Mannschaft. Lang genug hat es gedauert, bis wir hier wieder treffen. Eigentlich ja unser Ziel hier auch pro Spiel Minimum einmal zu treffen. Zumindest ist das mein Ziel immer mal. Ein Tor pro Spiel oder eine Torbeteiligung pro Spiel vielmehr ist relativ gut, würde ich sagen. Allerdings, die Torbeteiligung ist zu fast 100% eigentlich das Tore schießen verbunden, weil, ja, versucht hier mal eine Vorlage. Ja, so soll der nicht kommen. Koulibaly, komm schon. Spiel, Spiel, mach schon. So, schönes Foul. Aber wir nehmen das nicht mit und... Nein, das gibt's doch nicht. So, da ist aber noch jemand dran. Zuba und Pedretti und Perosso und der spielt viel zu weit. Cavalli, nee, Cavalli heißt er. Pirozzo.
Oh Junge, was macht ihr denn da? Geh doch aus dem Weg, verdammt! Meine Herr, wie kann man denn da so dumm im Weg rumstehen? Du willst hier auch nichts erreichen. Da gibt's mal einen, der hier was machen will, dann steht der Leso mir im Weg rum. Also, blöder kann man sich doch wirklich nicht mehr anstellen. Oh, um Gottes Willen. Geht hier doch bitte mit einem Babysitter auf den Platz. Ihr habt einen verdient, und zwar allesamt. Also, die spielen hier wie die letzten Kleinkinder. So, jetzt geht doch mal drauf. Wer ist ganz alleine da, Mensch? Da ist niemand mitgekommen. Der ist jetzt hier gerade mal in die Mitte gelaufen. Ah, jetzt fängt das Spielchen an. Ich wollte gerade sagen, das wäre es gewesen, wenn er jetzt hier wieder diesen schönen Bug hat, dass er sich da festläuft. So, Zuba. Babyloni. Oh, gib uns den Ball! Was bist du denn für ein Lappenmensch? Ach, so sinnlos nach vorne gebolzt. Dann hätte er den Querpass gespielt, wäre alles gut gewesen. Aber nein, er muss den Ball verkloppen. So, da ist der Allah, der uns hier den Elber reingekloppt hat, nachdem er den ersten verknallt hat. So, pass auf, Cavalier. Nein! Ah, Junge, wart's doch ab! Das kann nicht sein, Freunde! Die machen einen Müll hier, das ist nicht mehr schön. Ja, das war's jetzt. Meine Herren, das ist ja eine anstrengende Partie gewesen. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich mich so ein bisschen aufrege. Denn nachdem die ja wirklich hier gezeigt haben, dass sie heute einfach nur richtig schön sauer waren, auf was und wen auch immer, aber man hat ja an den Fouls gesehen, die sonst nicht annähernd so viele sind, dass da irgendwas im Argen war heute. Wie viele Fouls haben wir denn insgesamt? Ich glaube 4 oder 5 am Ende. Ja, 5 Fouls hier. Und wir hatten, die Gegner hat nicht ein einziges gemacht. Und die hatten es auch eher verdient, hier zu gewinnen, ganz ehrlich, ne? Wenn man mal so schaut. Passgenauigkeit wundert mich, dass sie so hoch ist bei uns. Mir sind eigentlich sehr, sehr viele Fehlpässe aufgefallen. Aber gut, die kam vielleicht auch meistens von mir. Möglich ist es. Erik Maresta wurde hier natürlich für ein Spiel gesperrt. Da finde ich auch mal gut, dass das nur ein Spiel lang geht. Und ansonsten gucken wir mal. Nächstes Spiel sind wir bestimmt wieder dabei. Wir haben ja ein Tor geschossen. Das ist hier schon nicht so schlecht. Und wir gucken nochmal schnell auf die Tabelle. Da dürften wir jetzt ein bisschen abgerutscht sein. Bestimmt irgendwo... Ne, immer noch Platz 3. Das ist aber schmeichelhaft. Dafür, dass wir in den letzten 2 Partien hier nur einen Punkt geholt haben. Das ist schon schmeichelhaft, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shoto.